Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder, ich grüße euch. Wir schauen heute in eure Sterne 2024, in die Energien und in die Potenziale herein und gucken mal, was das Jahr 2024 für euch bereithält, wie wird es euch gehen, wie wird es eurem Umfeld gehen. Ich schaue einzeln rein, ich werde zum ersten Mal den sogenannten Jahresstern legen, beinhaltet 12 Positionen, heißt aber nicht, dass ich auf jeden einzelnen Monat eingehe. Es geht mir allgemein eher um die Bereiche, um die verschiedenen Lebensbereiche, weil diejenigen, die mich abonniert haben, wissen ja, jeden Monat kommt bei mir ja eh eine Monatslegung. Deswegen dachte ich, ist es irgendwie schöner, wenn ich dann mehr auf die einzelnen Säulen eingehe. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir. Macht es euch schön, macht es euch gemütlich. Für mich sehr schade. Normalerweise zeige ich euch ein bisschen mehr von der Deko, aber ich muss tatsächlich heute hier wirklich ein bisschen Platz nehmen. Deswegen, rutschen wir auch noch mal ein bisschen weiter hier hin, weil ich brauche hier wirklich alles an Platz. Das ist etwas ein bisschen ausführlicher, aber deswegen ja auch für die kommenden 12 Monate, ne? Von Januar bis Dezember schauen wir heute rein. Okay, was denn das Thema des Jahres? Das Thema des Jahres für die Widder 2024, was hältst du bereit für die Widder? Was ist so das Grundthema? Aha, Page der Schwerter. Ich kriege neue Gedanken, neue Visionen rein. Hier kriege ich wirklich so eine Botschaft, du darfst auch umdenken im Allgemeinen. Ne, so der Page ist ja immer so eine kindliche Energie, sowas Frisches, sowas Neues. Und da habe ich gerade so den Eindruck, dass du tatsächlich in so einem Moment bist, wo du Dinge neu betrachten darfst, wo du eine neue Meinung auch entwickelst zu einzelnen Bereichen. Okay, also das Thema Gedanken, Visionen und Ideen spielt eine zentrale Rolle kommendes Jahr. Dann würde ich gerne mal wissen, wie ist denn so deine Grundstimmung im Jahr 24? Ritter der Münzen, du bist auf Erfolg aus. Du bist darauf aus, voranzukommen im Leben. Ne? Du möchtest vorankommen, du möchtest so ein bisschen Entwicklung, du möchtest mehr vom Leben. Du möchtest mehr von dem, was dich erfüllt, was dich auch voranbringt, ne? Sowohl vom Gesellschaftlichen, vom Ansehen, aber auch finanziell kriege ich hier tatsächlich rein. Okay, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen das Licht erhöhen. Ja, ist ein bisschen muckelig hier, aber ich glaube, dadurch, dass die Karten ja ein bisschen heller sind, geht das. Okay, der Ritter der Münzen, das ist so deine Grundtendenz. Ich kriege dich dadurch auch sehr ehrgeizig rein. Sehr ehrgeizig, sehr wissbegierig, sehr zielstrebig. Du möchtest hier schon in den nächsten Schritt, in die nächste Etappe gehen. So, ne? Alles klar. Dann machen wir mal weiter in dem Bereich Familie. Welche Themen hast du in dem... Nee, gar nicht. Stopp. Ha! Hätte ich fast hier unterschlagen. Eure Priesterin... Momentchen, welche Priesterin gibt dir denn so dein Grundgefühl? Ne? Vielleicht ergänzend zum Ritter der Münzen, ja, da ist eine runtergefallen. Das hatte ich gerade auch schon. Aber diesmal hat sie sich nicht gezeigt. Deswegen diejenigen, die mich hier nicht das erste Mal anschauen, wissen Bescheid. Okay, das war jetzt offensichtlich. Wenn eine Karte runterfällt, sich aber nicht zeigt, dann wird sie leider nicht Teil der Legung. So, jetzt muss ich, glaube ich, doch mal hier eben so das Licht anmachen. Sonst seid ihr mir hier gleich ganz weg. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann kann ich auch die Lampe ausmachen. Okay, wir haben die Priesterin Nummer 25. Mit dem Strom schwimmen. Aha. Und wenn ich mit dem Strom schwimme, was bringt mir das? Ich kann loslassen, reinigen und empfangen. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier so eine mentale Entschleunigung auch bei dir rein. Ne? Vielleicht warst du so, ne, als Widder bist du ja tendenziell jemand, der vorantreibt, der voranbringt. Ne? Das sind so Macher-Persönlichkeiten. Ne? Man will die Dinge selber in die Hand nehmen. Man ist grundsätzlich auch eher sehr eigenständig. Das kann aber natürlich auch viele Hindernisse mit sich bringen. Und ich habe das Gefühl, diesbezüglich bekommst du nächstes Jahr ein bisschen mehr Harmonie hier in die ganze Angelegenheit. Du bekommst mehr Harmonie, du bekommst mehr, ja,
Ich glaube, du hast einfach gemerkt, dich in gewissen Dingen nicht dagegen stellen zu müssen, bringt dir wesentlich mehr Frieden. Na, also du wirst dich eher mal mitleiden lassen, als das Haar in der Suppe zu suchen. So, wir haben ja als Hinweis die Nummer 25. 25 haben wir im Tarot nicht, aber 2 und 5 ergibt die 7. Und die 7 im Tarot steht für die Wagenkarte, die Krebskarte. Ne, du kommst also dadurch voran. Ne, das Thema Heilung, Loslassen, aber auch Empfangen, ne, Loslassen und Platz für Neues schaffen, das kriege ich hier stark rein. Und das wiederum wird dich wirklich voranbringen, denn das ist ja auch irgendwo so dein zentrales Ziel hier mit. Ne, das ist so deine Grundstimmung, dein Grundwille, hier so ein bisschen weltlich auch voranzukommen. Okay. So, dann gucken wir jetzt aber in die Familie. Was haben wir da für Themen? Das finde ich bei diesem Jahresstern übrigens sehr schön. Du hast 12, du hast 12 Stapel und diese 12 Stapel wiederum machen zum Beispiel Arbeit und Finanzen extra oder unabhängig voneinander. Oder Freundschaften und Familie und die Liebe. Jeder kriegt einen eigenen Stapel. Ne, weil bei den Monatslegungen, da haben wir ja oft so Freunde und Bekannte und Familie in einem. Liebe extra. Aber auch zum Beispiel Sicherheit, Finanzen und Arbeit ist auch ein Stapel. Ne, das finde ich hier ganz schön. Hier haben wir das so ein bisschen, ja, so ein bisschen individueller. So, liebes Tarot, was ist denn jetzt mit der Familie? Die 7 der Schwerter haben wir. Die 7 der Schwerter. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich eine Botschaft. 7 der Schwerter ist so ein bisschen sich mit etwas davon machen. So eine Heimlichkeit kriege ich rein. Geheimnisse. Geheimnisse in deiner Familie könnten eine Rolle spielen. Ich hätte dazu gerne einen Hinweis. Aha, die Königin der Stäbe. Ne, das wäre auch ein Hinweis auf das Feuerelement. Löwe wird der Schütze. Eine Person, die sehr, sehr selbstbewusst ist, selbstsicher, auch charismatisch, attraktiv. Kann im Feuerelement geboren sein, muss aber nicht. Sie kann auch einfach nur diese Eigenschaften mitbringen. Entweder verheimlicht ihr vor diesem Menschen etwas oder dieser Mensch verheimlicht euch etwas. Man hat so voreinander Geheimnisse. Ich krieg allgemein Unehrlichkeit innerhalb der Familie rein. Okay, vielleicht dazu einmal ein Lenormand. Das Klee. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich habe das Gefühl, diese Unehrlichkeit oder diese Maske, die man voreinander aufsetzt, macht man, um sein eigenes Glück zu schützen. Hinweis Nummer 2. Nummer 2 ist die Hohe Priesterin. Na, das ist auch so unser spirituelles Sein, unser spiritueller Geist, sind aber auch so Verträge, ne, die Hohe Priesterin sorgt auch so für Recht und Ordnung, so ein bisschen. Also Geheimnisse, Familiengeheimnisse. Und diese Geheimnisse macht man, um sein eigenes Glück zu schützen. So, das ist hier auf jeden Fall schon mal eine klare Botschaft. Okay. Wie sieht es dann in der Liebe aus? In der Liebe für die Widder. Zehn der Münzen, Hallöchen. Ich würde sagen, da kommt jemand an. Zehn der Münzen, ich kriege so Familie rein. Ne, man wagt vielleicht den nächsten Schritt, man schafft sich Eigentum an. Sowas. Ne, man ist angekommen. Du bist bei einer Person angekommen. Du hast das Gefühl, du musst nicht mehr davonlaufen. Du musst nicht immer auf der Flucht sein. Du fühlst dich hier wirklich zu Hause. Es könnte hier eine Person sein, die du triffst, wo man einfach den Eindruck hat, okay, wow, hier bin ich. Das ist alles, was ich immer wollte. Karten, ne? Macht mich hier schon wieder ganz wuselig. So, die Karte hat sich aber gezeigt. Ass der Stäbe, du kommst persönlich auch voran.
Dieser Mensch, ne, um den es hier geht, der bringt dich auch menschlich zum Wachsen. Und dieser Mensch mit den Stäben, ne, das ist ja auch alles, was in uns drin, unsere Leidenschaft, unser Feuer. Und ich kriege hier mit dem Ast der Stäbe rein, dass du nicht nur über dich hinaus wächst, sondern dass du ja, ich kriege tatsächlich rein mit den Ast der Stäbe, dass du ich habe total, mir fehlen gerade nur die Worte. Ich habe die ganze Zeit den Gedanken im Kopf. Ja, dieser Mensch bringt das Beste aus dir heraus, bringt das Beste von dir zum Vorschein. Meine Güte. Dieser Mensch, ne, Ast der Stäbe, der bringt die beste Seite in dir zum Vorschein. Du wächst über dich hinaus. Dieser Mensch lässt dich wachsen. Stark. Sehr, sehr schön. Brauche ich keine weitere Botschaft, finde ich sehr eindeutig. Wir schauen jetzt mal auf deine Freundschaften. Bleiben wir mal so ein bisschen hier im Herzen, bevor wir dann ganz abrupt in die Finanzen einsteigen. Oder in die Arbeit, besser gesagt. So, 10 der Kelche, sehr schön. Eine Freundschaft könnte hier wirklich ich krieg Zuwachs rein. Vielleicht erwartet einer deiner Freunde Nachwuchs eventuell. Oder ich krieg rein, oder einer deiner Freunde heiratet eventuell. Also auch wieder hier dieses Beziehung auf ein nächstes Level bringen. Und ich kriege mit den 10 der Kelche aber auch rein, dass eine Freundschaft an Tiefe gewinnt. Ne, an Tiefe und gleichzeitig Leichtigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man Leichtigkeit hat, aber trotzdem auch die Tiefe, dieses Intensive. Ne, also man kann tiefe Gespräche führen, man kann aber auch einfach wirklich eine gute Zeit miteinander haben. Ne, man streitet sich nicht oder es gibt keine Eifersucht und kein Neid, gibt es ja leider auch immer mal in Freundschaften. Und das ist hier wirklich so eine Freundschaft, erfährt hier neues emotionales Wachstum. So, das sind zwei Karten und die wollen dann einfach mal raus. Ja, du könntest es hier mit einem König der Schwerter zu tun haben, mit einem Luftelement, Waage, Wassermann und Zwilling. Ne, jemand, der allgemein geistig sehr, das ist ein sehr intelligenter Mensch, geistig sehr rege, sehr fit, inspiriert dich auch, kriege ich rein. Ne, also von dem kannst du vielleicht wirklich noch was lernen. Ja, und die Sonne, sonnige Zeiten, alles ist gut, ne, Harmonie in deinen Freundschaften, das ist eine schöne Botschaft. Also sehr, sehr positiv. Ne? Bei einigen kriege ich wirklich rein. Ne? Vielleicht auch, wo es eine Zeit lang keinen Kontakt gab. Hier kommt es wieder zum Kontakt. Also es ist wirklich so ein Wachstum in vielerlei Hinsicht. Okay, dann machen wir jetzt mal so einen kleinen Cut, was so diese Herzsachen angeht, diese Herzangelegenheiten, und machen mal weiter mit dem Thema Arbeit. Was ist denn beim Thema Arbeit relevant? Thema Arbeit. So, da haben wir die zwei der Münzen. Zwei der Münzen. Du stehst vor einer Entscheidung, kriege ich rein. Du stehst vor einer Entscheidung, bleibe ich oder gehe ich, aber du bist auch unentschlossen. Ich sehe dich hier auch unentschlossen. Ne, so ein bisschen, du machst so eine Pro- und Kontraliste. Ne, und hier, guck mal, unterm Deck, Acht der Schwerter, das sorgt für Chaos. Das ist irgendwie so eine Chaos-Situation, weil du überlegst, glaube ich, es könnte auch sein, dass du über eine berufliche Umorientierung nachdenkst. Ne? Und hier jetzt überlegst, okay, bleibe ich bei dem, was ich kenne? Ne? Das ist so die Münze zum Anfassen, die hat auch schon eine gewisse Schwere, ne? So die Erfahrung, die diese Münze mit sich bringt. Und dann die auf der anderen Seite, die da in der Luft ist, die hat noch so eine gewisse Leichtigkeit, das ist so was Neues. Ne? Und du überlegst so ein bisschen, mache ich es nicht? Na, so hin und her, pro, contra. Ich sehe wirklich so eine Pro-Kontra-Liste in deinem Kopf. Eine Energie aus dem Lenormand. Okay, es sollen zwei Energien sein. Wir haben einmal den Fuchs und den Weg. Ja, also der Fuchs rät dir zum einen strategisch vorzugehen. Jetzt nicht zu impulsiv, sondern eher strategisch. Und da könnte man vielleicht auch sagen, ne, der König der Schwerter hier in deinem Freundeskreis, vielleicht kann der dich diesbezüglich beraten. Ne? Vielleicht hast du hier jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Und der Weg ist hier wirklich, das ist eine lebensverändernde Entscheidung. Du triffst hier, du stehst vor der Weggabelung. Und du überlegst jetzt, mache ich es nicht?
Nummer 22 haben wir gerade so im Tarot nicht, aber 2 plus 2 ergibt 4. Das ist die Karte des Herrschers. Selbstbewusst, ne? Stärke. Du nimmst die Zügel in die Hand, aber wirst du zum Herrscher. Der Herrscher ist übrigens seine eigene Karte, ne? Das ist die Karte des Widders. Und beim Fuchs haben wir den Hinweis auf die Nummer 14, die Mäßigkeit. Das ist Hinweis auf Sternzeichen Schütze. Und hier darf etwas in Ausgleich kommen. Ne? Hier kommt auch etwas, also ich kriege hier eine ausgleichende Energie rein. Du wirst dich entscheiden, du wirst eine Entscheidung fällen. Und mit dieser Entscheidung, da wirst du strategisch vorgehen. Das ist auch die Empfehlung, aber ich kriege auch rein, dass du das machen wirst. Und dadurch wird sich etwas in deinem Leben ausgleichen. Ne? Sehr schön. Machen wir doch mal weiter bei diesen rationalen Themen und gehen mal rein in deine Finanzen. Was haben wir da für Tendenzen? Die 5 der Schwerter. 5 der Fünf der Schwerter, genau. 5 der Schwerter ist so ein, ja, auch so manipulieren, ne? So von wegen auf den Kosten anderer. Und das ist auch so ein bisschen wie so ein Sturm, wie so ein Tornado. Aber dann ist halt die Frage, bist du der Tornado oder ist wer anders der Tornado? Wer bringt wen hier zum Brechen? Und ich kriege so eine Unruhe rein. Unruhe in das Thema Finanzen. Das Ass der Kelche. Deine Finanzen, du könntest hier, es hat auch etwas mit deiner Leidenschaft zu tun. Wisst ihr, was ich reinbekomme, Leute? Ich kriege rein, dass die Entscheidung, die du hier bei deiner beruflichen Situation fällst, dass die bewirkt, dass du hier deiner Leidenschaft nachgehst. Ass der Kelche, ne, das ist hier Herzenergie. Du entscheidest dich eventuell mit deiner Leidenschaft, Geld zu verdienen, aber das bringt auch Unsicherheiten mit sich. Mal als Beispiel, du hast einen ganz normalen Job, ne, verdienst ein gutes Einkommen, ich will jetzt hier keine Werte in den Raum werfen, weil das auch individuell ist. Und du hast da auf der sicheren Seite, aber das erfüllt dich jetzt nicht. Ne? Es macht dich jetzt nicht überglücklich, das ist jetzt nicht das, was du immer machen wolltest. Aber so, du kommst finanziell damit sehr gut klar. Und nun sagst du aber, es ist Zeit für Veränderung. Ne? Du möchtest dich hier weltlich ja auch in irgendeiner Form verändern. Und aber diese Veränderung, ne, das bringt hier irgendwie mit dem Ass der Kelche, du gehst deiner Leidenschaft nach. Zum Beispiel wolltest du immer Fußballtrainer werden. Jetzt mache ich jetzt mal als Beispiel. Und sagst, oh wow, ich brenne dafür. Aber das bringt irgendwie Chaos in deine Finanzen, weil da verdienst du nicht ansatzweise so viel wie in deinem vorherigen Job. Du musst dir tatsächlich dieses Einkommen erst erarbeiten, kriege ich rein. Du gehst das Risiko und das ist auch sehr löblich. Aber dieses Risiko bringt eben auch so ein bisschen Chaos. Ich kriege für andere aber auch mit den 5 der Schwertern Manipulation von außen rein. Jemand versucht, dir in deine Finanzen reinzureden und versucht dir vielleicht auch deine Leidenschaft schlecht zu reden. Das ist dann vielleicht für einige, das ist glaube ich so eine 50-50-Aufteilung hier, für einige ist es dann tatsächlich wirklich, dass du, ja, dass du deiner Leidenschaft nachgehst und irgendwer, vielleicht ja auch wirklich hier in deiner Familie. Leute, guck mal, das wird jetzt hier gerade, das macht alles Sinn. Kann zum Beispiel sein, dass deine Schwester, die sagt, ey, das kannst du doch nicht bringen, du kannst doch jetzt hier nicht, du warst angesehener Manager bei Bankunternehmen XY und jetzt willst du Fußballtrainer werden? Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ne, und versuch dir das hier irgendwie madig zu reden. Aber du bleibst da dran, kriege ich rein. Du bleibst da dran, aber das nervt dich. Da versucht dir jemand, dich irgendwie zu beeinflussen und dir da irgendwas zu erzählen und einzureden. Und ja, und macht dir das dann so alles ein bisschen schlecht. Aber Geld verdienen mit deiner Leidenschaft, das ist auf jeden Fall ein Thema. Dafür wirst du die Chance haben nächstes Jahr. Okay, dann machen wir mal weiter mit einem gravierenden Ereignis im Jahr 24. Ein gravierendes Ereignis für die Widder. Das Ass der Münzen. Ja, guck mal, das spricht ja wieder so ein bisschen gegen das, was hier als Energie bei den Finanzen liegt. Eine Chance, ein Jobangebot, ein Umzug, ja, sowas Weltliches.
Ne? Also ich kriege hier rein, dass du hier eventuell ein Jobangebot bekommst und das wird hier alles auf den Kopf stellen. Das wird komplett eine Veränderung herbeiführen. Das ist, ja, das ist wirklich, das bricht hier Bände auf. Schön, sehr schön. Brauche ich keine zusätzliche Energie für tatsächlich. Dann machen wir mal weiter mit einem möglichen Hindernis, was sich dir nächstes Jahr in den Weg stellt. Ein Hindernis in den kommenden 12 Monaten. Die 9 der Münzen. Aha, das ist ja eigentlich so der Gewinn, die Ernte. Ne? Eine Auszahlung zum Beispiel auch. Und mit den 9 der Münzen kriege ich tatsächlich rein, dass... Also entweder ist es wirklich so eine Fehlleitung, ne, ein Hindernis. Es kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt wieder bei dem Job sind, dass sich hier auf einmal so ein ungeahnter Erfolg einstellt und der wiederum verzögert so ein bisschen diese Entscheidung, dich für deine Leidenschaft beruflich zu entscheiden. Doppelt entscheiden. Ne, dass eine Auszahlung, ein Gewinn, ein Erfolg hindert dich an etwas. Ein Erfolg in einer Sache. Dazu hätte ich jetzt auf jeden Fall bitte noch mal eine Energie. Worum geht es denn hier bei den 9 der Münzen? Was ist das denn? Was ist das für eine Art Erfolg? Aha. Okay, ich kriege hier im Kopf, ich kriege hier Meinungsverschiedenheiten und die 2 der Kelche, eine Vereinigung. Eine Zusammenkunft, die von Erfolg gekrönt ist. Diese Vereinigung bringt aber Streitigkeiten mit sich. Wow. Leute, ich kriege hier rein. Das ist auch jetzt gar nicht auf... Es kann bei der Liebe natürlich sein, weil wir hier Kelchenergie liegen haben. Aber ich kriege hier wirklich rein. Wow, Leute, unterm Deck. Die Welt. Neues Kapitel. Stark. Es könnte sein. Ich spiele jetzt mal 2 Optionen durch, die mir hier gerade komplett reinkommen. Thema Liebe. Du lernst jemand Neues kennen. Du bist aber noch in einer Beziehung. Das bringt Streitigkeiten mit sich. Du lernst jemand Neues kennen. Dieser Mensch stellt für dich die absolute Fülle dar. Also die Ernte für die Arbeit, die du an dir selbst geleistet hast. Das bringt aber auch Konflikte mit sich, ne? Weil du vielleicht zum Beispiel noch vergeben bist. Oder... ein Angebot, welches dir Erfolg verspricht, diese Ernte, dieses Angebot, aber dadurch musst du bei deinem alten Arbeitgeber kündigen. Und dann gibt es hier Streitgespräche. Weil deine berufliche Situation, es ist ja, also das kriege ich ja rein, es ist ja nicht alles hundertprozentig so, wie du dir das jetzt aktuell wünschst. Das heißt, da sollen ja auch Veränderungen eine Rolle spielen. Und wir haben hier das Ass der Münzen als ein gravierendes Ereignis. Ne? Das kriege ich hier wirklich. Und wir haben hier eine Kelche. Leute, es ist wieder dieser Hinweis auf die Leidenschaft. Es ist wieder der Hinweis, dass dir wahrscheinlich, ich bleibe jetzt wirklich beim Fußballtrainer, dass hier dein Lieblingsverein macht dir hier ein Jobangebot und sagt, hey, wir machen hier zusammen und dann wirst du die Erfolge haben, ne? 9 der Münzen, komm zu uns, wir wollen dich. Und das ist das, da hast du jahrelang drauf gewartet und denkst so, wow, endlich. Ja, aber da verdienst du dann vielleicht nur noch die Hälfte, zumindest am Anfang, wie von deinem anderen Job, so. Und deine Familie zu Hause sitzt da und sagt, Entschuldigung, wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir jetzt über die Runden kommen? Aber du sagst, aber das ist mein Herzenswunsch, ich will unbedingt. Oder dein Partner, ne, oder irgendwie sitzt da und sagt, sag mal, wie soll das gehen? Das heißt, dieser Konflikt und dein Arbeitgeber sagt, hey, wie, du willst jetzt gehen? Nee, wir brauchen dich hier. Ein Angebot, eine Vereinigung, die alles für dich ist, stellt ein Hindernis dar. Ein Hindernis in anderen Bereichen, soll ich dir sagen. Das ist richtig spannend. Und Leute, bitte, bitte speichert euch dieses Video und kommentiert mir unbedingt, wenn das hier eingetreten ist. Also jetzt will ich es ja selber wissen, ne? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Okay, stark. Dann würde ich jetzt gerne wissen, was gibt es denn Schönes
Worauf könnt ihr euch sehr, sehr freuen nächstes Jahr? Ein schönes Ereignis, Erlebnis, wie auch immer. Der Ritter der Schwerter. Da haben wir Luftenergie. Das ist aber eigentlich eine relativ unzuverlässige Energie. Der Ritter der Schwerter, das ist ja kommunikativ sehr stark, so eine Leichtigkeit. Man kann sich allgemein auch gut ausdrücken. Ein Ritter der Schwerter könnte hier über die Bildfläche galoppieren, ne, im Luftelement. Waage, Wassermann und Zwilling. Noch ein Hinweis. Ja, dieser... Ich habe das Gefühl, du bekommst hier mit dem Ritter der Schwerter auch so eine Idee, wie du dich weiterqualifizierst. Und diese Qualifizierung, dieses Besserwerden, du kannst andere, ich bleibe beim Fußballverein, ne? Du kannst anderen deine Fähigkeiten beibringen. Du kannst anderen deine Fähigkeiten beibringen. Und das entwickelt sich, diese Energie und diese Vision und diese Idee. Und das ist alles Glück der Welt. Ich glaube, das ist hier wirklich das Ass der Kelche bei den Finanzen. Ich glaube wirklich, dass der Großteil von euch hier seiner Leidenschaft in dieser Art die Aufmerksamkeit schenkt, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Das kriege ich ja wirklich ganz stark rein. Welche Pläne lassen sich denn in 24 gut umsetzen? Oder welcher bestimmter Plan? Was für ein Plan lässt sich nächstes Jahr besonders gut umsetzen? Die vier der Stäbe. Etwas öffentlich machen. In die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht hast du dich auch lange zurückgezogen und du sagst, jetzt will ich mal wieder unter Leute gehen. Sich allgemein mit anderen verbinden. Ja, so gesellig sein kriege ich rein. Stabenergie ist ja dein eigenes ist Feuerenergie, also dein eigenes Element. Ja, das heißt, du kommst deiner wahren Natur wieder nach. Ne? Du mischst dich unter die Menschen, du mischst dich unter das Volk. Du wirst wieder präsenter in der Öffentlichkeit. Ja, vielleicht möchtest du auch wirklich mit etwas an die Öffentlichkeit gehen. Es kann ein Outing sein, es kann auch ein YouTube-Kanal sein. Ne? Du möchtest hier irgendwie was öffentlich machen. Und ja, dafür stehen auf jeden Fall die Sterne sehr, sehr gut. Sehr gut, okay. Wovon solltest du denn Abstand nehmen? Von deinen Ängsten. Der Mond ist gefallen. Von deinen Ängsten solltest du Abstand nehmen. Ängste, etwas, was dich immer zurückhält, was du immer verdrängst. Irgendein Trauma, irgendeine Angst, dich immer wieder zurückhält, Dinge zu tun und Dinge umzusetzen. Okay. Ja, finde ich eigentlich schon sehr klar, die Botschaft. Ich würde nur gerne wissen, warum. Also was hat es hier mit dieser Angst auf sich? Da hätte ich gerne eine Botschaft zu. Ja, du rennst nämlich davon. Es kann, bei einigen kriege ich rein, dass ihr wirklich, wie es hier steht, Fear of Intimacy, dass ihr Intimität meidet. Das heißt, tiefgründige Gespräche, Nähe vielleicht wirklich, also wirklich Körperkontakt. Und das ist irgendwie eine Angst von euch. Ne? Also das ist eine Angst von euch. Und ja, da kriege ich jetzt wirklich rein, dass ihr euch dieser Angst mal stellen sollt. Ne? Ihr sollt nicht mehr davonlaufen. Das ist hier eine ganz klare Botschaft. Lauf nicht mehr davon. Lauf entweder vor deinen Ängsten nicht mehr davon, aber lauf auch vor genau dieser Thematik nicht mehr davon. Okay. Als letzter Stapel hätte ich gerne gewusst, was ist denn für 24 die Lernaufgabe meiner hier zuschauenden Widder? Was ist die Lernaufgabe in 24? Umbruch. Alles über einen Haufen werfen.
Das vereint ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vereint das ja hier gerade alles. Das vereint gerade das zuletzt Gesagte, ne, so die Ängste, wovon bist du immer davongelaufen. Das vereint deine berufliche, finanzielle Situation, ne, die Veränderung. Und das vereint irgendwo auch allgemein dein Thema des Jahres, ne, der Ritter der Münzen, hier vorankommen. Also deine Lernaufgabe ist hier wirklich ein kompletter Zusammenbruch. Zusammenbruch von Strukturen, von Denkmustern, von einer Art und Weise zu denken und zu leben. Das ist eine schöne Lernaufgabe, finde ich. Also nur eine sehr, sehr intensive Lernaufgabe auch. So, zu guter Letzt gibt es ein Einhorn. Natürlich, ich weiß, ihr liebt sie und ich weiß, ihr hättet sie vermisst, wenn sie nicht Teil dieser Legung wären. Vielen Dank. Das Einhorn Nummer 37 wird euch, meine lieben Widder, im Jahr 24 begleiten. Spiritueller Krieger, zeige, dass du ein weiser Anführer bist. Befehlige das Universum. Befehlige das Universum. Hier, Ast der Kelche. Was ist das, was du wirklich willst? Wofür brennst du? Na, 37 haben wir im Tarot nicht, 3 und 7 ergibt aber 10, das Rad des Schicksals. Na, es ist schicksalhaft, es ist vorherbestimmt. Es soll so sein. Na, dieser Umbruch hier, dieser Turm, der soll sein. Alles auf links drehen, kriege ich rein. Und mit diesen Worten darf ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Teil meines Kanales seid. Und wenn noch nicht, dann darf ich dich herzlich dazu einladen. Schenk mir ein Abo, wenn du magst, wenn die Art und Weise, wie ich das hier mache, dir gefallen hat. Wirf auch gerne nochmal einen Blick in die Novemberlegung. Das ist zumindest der Zeitpunkt, wo ich das Video hier veröffentliche. Wenn du natürlich jetzt im Januar reinschaust, dann ist November vielleicht für dich nicht mehr ganz so von Interesse. Also schau einfach allgemein in die letzte... Ja, in die letzte Monatslegung rein, ob du da auch in Resonanz gehst. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und wenn du mich schon abonniert hast und schon länger Teil meines Kanals bist, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich wirklich für die ersten Monate. Ich bin ja noch nicht lange da und habe trotzdem schon ganz viele tolle Begleiter in euch gefunden. Und ja, ich verspreche euch, ich bleibe dran. Ich habe noch ganz viele Ideen, die ich verwirklichen möchte. Und ja, passt auf euch auf. Ganz viel Gesundheit und bis ganz bald. Tschüssi.